Ja, bin ich wieder So, da? du bist wieder da, ja. Jetzt geht's wieder. Ja, also Leute, weil sie in den Chat geschrieben haben, Amir will nicht, Amir will nicht. Ich glaube, das ging echt nicht. Also ich habe die ganze Das Zeit ging versucht nicht. zu Die, schicken. hör doch auf, man Ja, muss nicht wenn auf diese Amir. Kommentare achten. Die wollen nur Fitner machen. Das ist ja Blödsinn. Ich achte auf gar nichts von denen. Die labern alle nur Quatsch. Die Also wissen ganz ich denke, genau. dadurch, dass Amir auch gesagt hat, schau mal, ich wollte genau dieses Thema, auch genau diese Hadithe, ich kenne ja natürlich all diese Hadithe, ich wollte genau diese Hadithe auch dann mit Irfan besprechen, aber wie gesagt, Irfan, ich weiß nicht, wieso der, ich sage nicht, er hat Angst oder so, aber ich weiß nicht, wieso er nicht mehr wollte, irgendwie so unbedingt mit mir zu reden. Also immer hat er abgesagt und sagt, ja, ich bin weg, ich bin weg. Hat mir dann nie einen neuen Termin geschickt. Und deswegen, wenn du willst, machen wir beide das Thema zusammen. Aber ich weiß, die Antwort interessiert euch jetzt sehr, sehr, sehr. Wie kann man das überhaupt verteidigen? Das ist ja katastrophal. Ich weiß und ich kann es verstehen. Aber lass uns genau das aufheben für unser Treffen. Wenn du willst, wir können das wirklich sehr bald machen. Also nicht irgendwie in 1000 Jahren. Wenn du willst, wir können es gleich übernächste Woche am Wochenende machen. Ich kann zu dir fahren. Anas, Anas, ich bitte dich, wir brauchen nicht hier Klicks zu machen. Das ist ja völliger Quatsch. Du kannst uns das erklären. Was ist das für ein Mann, der ein sechsjähriges Kind heiratet, das mit Puppen spielt? Antworte mal bitte. Wir machen das in einem Live-Gespräch Anas, gerne mit bitte Amir. antworte. Die Leute wollen eine Antwort von dir. Die sind Warte, verzweifelt. nein, bei Amir, schau mal, ich will ja meine Munition aufsparen. Meine Munition will ich mir ja aufsparen. Die will ich Du brauchst jetzt nicht nicht mit alles Rebecca und verballern. so Quatsch ankommen. Das ist alles Quatschhaufen. Das weißt du Weil auch ich ganz gut. denke, ich weiß, wieso du das machst. Du willst nämlich, dass ich jetzt meine Munition rausschieße, damit du denkst, du kannst dich vorbereiten. Aber ich will, Ja, dass aber wir das live machen. Das ist die unser Leute Live. sind gerade verzweifelt. Die wollen von dir wissen, was soll das, Mann? Na, Bruder, mach dir keine Sorgen. Da sind die Leute nicht verzweifelt. Da Doch, mach die dir sind keine Sorgen. verzweifelt. Die sehen, viele, viele Muslime sagen zu mir, das ist alles erlogen. Guck mal hier. Auch ist Sahih. Sahih ist Sahih. Aha, habt ihr es gehört von eurem Anas Islam? Das ist korrekt. Ein Das ist Sahih, aber es gibt dazu eine 53-jähriger Mann. Erklärung. Aber diese Erklärung musst du halt hören. Aber wie Ja, gesagt, erklär wir uns machen das. das in einem Erklär Live. uns das. Nein, nein, du erklärst Lass das uns jetzt bitte. jetzt Anas, erklär bitte. einen Termin ausmachen. Passt es Du für nächstes Wochenende? erklärst das jetzt bitte. Guck mal, die Leute wollen das wissen. Ja, sie können das sehen dann auf deinem Kanal und auf meinem Kanal. Bei dir machen wir Teil Anas, 1, bei erklär mir das Teil bitte. Was 2. ist das? Anas, erklär mal bitte. Was die ganzen Leute, die Kinder haben, sind entsetzt. Die denken, was ist das für ein Müllhaufen hier? Guck dir das mal bitte an. Okay, also nächstes Wochenende, würde ihr das hier passen? Anas, lauf nicht weg. Erklär uns das Ich bitte. laufe nicht weg, ich laufe zu dir, ich will einen Termin machen. Anders, ich habe noch ganz andere Sachen, aber erklär uns das erstmal bitte. Ja, wie gesagt, ich erkläre dir das gerne, aber ich möchte ein Live-Gespräch haben, Wir können wo wir keine das wieder, wir können Verbindungsprobleme andere haben. Hadithe noch dazu nehmen, aber erklär uns das jetzt bitte. Die Du Leute sind darfst entsetzt. alle Hadithe darfst du machen. Ich habe Videoanfrage gemacht. Ja, nimm doch, mach doch, ich kann doch nicht annehmen. Du musst doch machen. Achso. Ist das einer? Hallo! Ciao, also, von Humor sind Anas, wir auf bitte, einer Ebene. Anas, bitte, Ich guck will mal, die einfach Leute möchten, dass Hallo, du das jetzt Ciao musst du beantwortest. haben. Aber sei, ja, Bro, aber ich muss das alles aufheben für das Live-Gespräch. Bitte versteht es. Das ist jetzt absolut Wir haben doch witzlos. genug Hadithe, aber kannst du diesen erklären wenigstens? Nur diesen. Alle Hadithe darfst du auspacken. Anas, das ist Alle Bücher, Opportunismus. alle Texte, den Das ist Tafsir Opportunismus. von dieser einen Aya, Du die willst du doch aus machen willst, Klicks mit schaffen. Trennung und so weiter. Alles darfst du auspacken. Nein, du setzt deine Religion wegen Klicks aufs Spiel. Guck mal bitte, mach mal bitte, erklär uns das mal bitte. Ja, wie gesagt, nächstes Wochenende passt Guck es mal, dir, wie der treffen live. wegläuft. Habt ihr das gesehen? Guckt mal, der läuft weg. Hammer, ne? Ich bin hier. Ich laufe nicht weg, schau, ich Okay, stehe. dann antworte doch mal Jetzt laufe wenigstens. ich. Was ist, guck mal, Anas, der Gesandte Allahs heiratete mich, als ich 6 Jahre alt war und vollzog Ja. die Ehe mit mir, als ich 9 war. Und ich spielte mit Puppen. Ja, Brudi, schau mal, anstatt dich interessiert doch die Erklärung. Dich interessiert die Erklärung von Anas Islam, damit du dich richtig kaputt lachen kannst. Genau die kriegst du nächstes Wochenende. Passt Du dir willst, Samstag klick oder mal, Sonntag? ich will das nicht zulassen. Antworte mir das jetzt bitte. Brudi, live. Brudi, Samstag oder komm jetzt, Sonntag? Was passt dir nächste Brudi, Woche? bitte. Brudi, komm. Ach Mann, Brudi. Freitag, Samstag, Sonntag, egal. Wenn du willst, wir Brudi, gehen bitte zusammen antworte Jumma, mal. Nacht Was ist Jumma, das? wir machen ein Video. Brudi, komm schon. Was ist das? Du musst doch deinen Propheten jetzt verteidigen. Mach mal bitte. Nein, weil ich will nicht die ganze Munition jetzt raushauen. Du Ich will kannst ein ruhig Video mit Munition dir raushauen. machen auf Was ist YouTube. noch genug? Du bist der Ulema des Islam. Du bist der Alim des Islams. Ach, Amir, jetzt sei doch nicht so. Du bist heftiger als Ibn Kathir. Du bist Al-Tiktoki. Muhammad Al-Tiktoki. Weil wir müssen natürlich viele Hadithe dazu in Einklang nehmen.
Und deswegen, das ist ja immer das Problem, was mich ja stört an dir, Amir. Ich weiß ja, dass du ja meistens, du hast ja meistens so, sage ich mal, Bücher, das ist auch nicht unbedingt, also ich finde es ein bisschen zu kritisieren, aber du hast ja meistens Bücher, die ein bisschen vorgefertigt sind. Weil du hast ja den Islam, sage ich jetzt mal, nicht von Grund auf studiert. Ja, Hast weil du den von sonst Grund auf wüsstest. studiert? Also ich würde sagen, bei mir sind wenigstens die Basissachen schon ein bisschen vernünftiger, weil ich meine, du wusstest nicht mal, was Nein. Tarjih Die heißt. Leute, du Du musst den wusstest nicht, Leuten. was Metin ist. Okay, Du Takia, wusstest was ist nicht. das denn? Erklär mal, was Takia ist. Anlüge, Lügen im Aber ich rede Islam, über richtig? Tarjih. Taqiyya. Al-Ma'arid. Erklär mal, was Al-Ma'arid ist. Bruder, wenn du willst, ich kann dir. Schau mal, Brudi, Brudi, du bist schau mal, doch wir schon sind jetzt bei erwachsen Alter von jetzt. Aisha, dann Taqiyya. Aber lass uns treffen. Wir machen das erste Thema. Schau mal, das erste Anerkennung Thema. ab. Die Leute wollen Das eine Antwort. erste Thema Es wird sind sehr viele die Leute Ehe von zu dir hier Aisha. drin. Guck Bro, schau mal, mal. es sind sehr viele Leute von dir hier drin. Die möchten von dir, Sheikh TikTok, eine Antwort haben. Was ist das für ein Mann, der ein Hallo, ich bin sechsjähriges Kind TikTok. heiratet und die Ehe mit 9 vollzieht, die mit Puppen spielt? Erklär uns das mal. Das erkläre ich dir. Nächste Woche, Freitag, Samstag, Sonntag, du darfst dir Lüge einen nicht Tag aussuchen. antworten, bitte. Ich Guck komme mal, in bitte. deine Stadt. Leute, guckt euch den bitte an. Guckt dir das mal an. Und zu mir sagen die, dass ich Aber Angst Brudi, habe. ich biete dir doch an, ich biete dir doch an, mich zu treffen. Wieso lehnst du das ab? Anas, das ist doch 2 Sekunden, kannst du das auch erklären? Willst du mich verarschen oder Nein, ich erkläre das länger. Wir reden das Step by Step durch. Ich bringe dir einige Sachen mit. Ich verspreche dir, am der wird Ende einen wirst du Brief für sagen, 2 Stunden erklären, das. Brudi, pass auf, Alles gut. hör zu. Hör zu, am Ende wirst du sagen, der Islam ergibt mehr Sinn als das Christentum in diesem Thema. Das wirst du am Ende Anas, du sagen. glaubst an einen Gott, der dir schwellende Titten im Himmelreich verspricht. Erzähl keinen Quatsch hier, die Junge, Leute lenk lachen doch sich nicht aus. ab. Schau mal, Leute, bitte im Chat, schreibt alle, macht Termin in den Chat. Schreibt alle, macht Termin, macht Das, wir Termin, können macht noch Termin. 80 Mal schreiben, Lasst macht uns Termin. einen Schreibst Termin machen. du 80 da drauf? Antworte mal, Dr. Sheikh TikTok. Antworte mal bitte. Ich werde dir jetzt nicht antworten, wir werden am Tag Aha, miteinander habt ihr reden. gesehen, er möchte Nächste jetzt Woche. nicht antworten. Habt ihr gesehen, er will also Klicks machen. Das ist das Problem. Und so einem Sch überhaupt keine Aufmerksamkeit. Habt ihr das gesehen? Mit euren eigenen Ohren habt ihr es gehört. Wie willst du denn sowas verteidigen? Du musst also ganz, ganz gefährlich sein, ganz abgestumpft und ein ganz mieser Mensch. Guck mal. Ich könnte kotzen, Leute. Ich könnte kotzen, was hier ist. Guckt euch das bitte an. Wieso sind die Christen so entsetzt, aber die Muslime nicht? Geh mal bitte weg, keine Matches hier. Und jetzt wisst ihr ganz genau, warum wir erheblichen Zweifel am Charakter von Mohammed haben. Berechtigterweise. 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 So sieht's aus. Möchtest du jetzt darauf antworten? Dann holen wir dich nochmal hoch. Drauf, Anas, das ist nämlich eine Sache von 2 Sekunden. Antwort. Möchtest du jetzt antworten, Anas? Amir, Bro, aber Brudi, komm, Amir, Brudi, genau antworte. deswegen sage ich, Brudi, ich möchte den dich Einhadi. Brudi, antworte persönlich mal. treffen, weil dann Brudi, kannst du bitte, mich nicht antworte stumm mal. Du schalten, bist du doch kannst mich Brudi. nicht Du bist doch rauswerfen, Brudi. sondern du lässt mich ausreden. Und ich kann dir all die Sachen zeigen, weil ich bringe dir auch Studien mit, ich bringe dir wissenschaftliche Artikel mit und ich bringe dir sogar das deutsche Gesetz mit. Aber ich möchte das wirklich alles Der belegt ist machen. Schau mal, fertig, okay, warte, warte. der Pass auf, ist so Leute. fix Leute, und Leute. fertig. Das deutsche Gesetz Schau bringt er mal. mit. Das müsst ihr euch Ich mal biete geben. dir, Amir, ich biete dir. Ich biete dir sogar 200 Euro. 200 Euro gebe ich dir Cash auf die Hand. Das kann nicht wahr sein, Leute. Das ist für mich viel zu viel Live-Gespräch, schon wieder. nächste Woche Termin, du kriegst sogar 200 Euro Cash auf die Hand. Anas, antworte mal bitte. Was ist was ist das für ein Vorbild, dein sechsjähriges Brudi, Kind zu ich ehren? will ein gescheites Video draus machen. Einer schreibt, du Anas, machst immer erst ab 300 Euro. wenn der Herr Jesus Christus Brudi, ein du sechsjähriges verdienst nur Kind an einem heiraten Tag würde, 200 Euro. Wir müssen nur 2 Stunden miteinander reden. du brauchst mir kein Geld zu geben. Ich möchte nur wissen, warum du so einem Menschen folgst. Warum? Erklär dir, Brudi, aber bitte alles persönlich. Ich will ein gescheites Video, Anas, Brudi. Ich meine. die Muslime sind entsetzt über Mohammeds Verhalten. Guck dir das mal bitte an. Schau mal, Bruder, du suchst doch die ganze Zeit. Du sagst, ich ja, lade den zur Debatte ein, ich lade den zur Debatte ein. Jetzt kommt jemand Ich und lade bietet es überhaupt dir niemanden an zur Debatte und du ein. möchtest Ich nicht. lade die Wieso? Leute hier einfach rein, damit die mir was erklären können. Guck dir das mal bitte an. Ja, aber du sagst doch, ich habe den zur Debatte aufgefordert. Hier, der eine, hier kommt Anas, Anas bitte Islam erklär rein. uns diesen Hadith. Anas Anas, Islam.
Nur Anas, die bitte, guck mal. Anas-Islam, die Leute schreiben König jeder Debatte. Du hast diesen Anas-Islam, den du fertig machen kannst. Live Anas, kannst du ihn bitte. fertig machen. Anas, hier geht es nicht um fertig machen. Hier geht es darum, zu zeigen, was das für ein Mensch ist und wem du folgst, mein Lieber. Bruder, ich check nicht, Bruder. Ich biete es dir an. Du sagst immer Debatte, Debatte, Debatte. Jetzt kommt jemand. Er bietet dir sogar Geld, Bruder. Ich fahre in deine Stadt. Ich gebe dir Ich will dein 200 Geld Euro. nicht, Anas. Ich lade dich Anas, zum ich will Essen dein ein. Geld. Einfach nur ein Live-Gespräch über das Thema Aisha. Das heißt, ich muss die ganze Zeit verteidigen. Ich muss verteidigen. Das heißt, schau mal, wie gnädig ich bin. Ich biete dir ein Thema an, wo ich mich verteidigen muss. Und ich biete dir 200 Euro. Was willst du mehr, Bruder? Anas, ich möchte von dir einmal nur diesen einen Hadith erklärt bekommen. Oh. Was ist das bitte? Amir. Okay, ja, Kannst du Bruder, das wenn mal du mir. wenigstens erklären? Bruder, es ergibt keinen Sinn. Wenn ich dir sage, ja, ich erkläre es dir gerne, aber Anas, lass uns Anas, dafür ich live möchte nicht, dass du wie treffen, ein weil ich Opportunist hier möchte. hinkommst, um hier Klicks zu machen, Anas, dass wir uns treffen und das geht viral und dieses Blödsinn. Ich weiß ja, wie du bist. Du bist so ein Opportunist. Deswegen hast Nein, du aber auch ich will dieses halt ein Format, gescheites hör Gespräch, mir Bruder. zu. Schau mal, Deswegen ich hast du will auch ein das Format gescheites von diesem Format, Bruder. Ich will Leroy ein geklaut. gescheites Format. Nicht Mein irgendwie Lieber, du TikTok. klaust Formate von anderen Leuten und gibst sie für dich. Also sagst, dass das so dein Format wäre. Du hast von Dings Nein, geklaut, Bruder, von nein, um Leroy. Gottes Willen. Das ist aber, nee, aber ist auch nicht das von Leroy, das ist ja selber aus dem englischen Raum, dieses Blabla trifft. Das Aber ist ja du nicht machst von ja Leroy genau die gleiche Pongo. Überschrift wie er, damit du dies provozieren, damit die Leute drauf klicken, weil sonst würden die nicht da drauf klicken, sonst interessiert sich ja Ja, niemand mehr über aber dich. sei ehrlich, schon schlau, oder? Ja, das ist eine Katastrophe. Du gibst das auch noch zu. Das ist Wahnsinn. Ey, aber warte, ich habe Video anfangen. Aber sei ehrlich, schon schlau, oder? Ja, Businessman. das ist sehr, sehr schlimm. Sehr, Aber sehr es ist nicht schlimm. von Leroy. Das kommt ja aus dem englischen Raum, dieses Blabla Trotzdem, trifft. er hat das doch hier publik gemacht und du klaust das und machst das genauso. Was soll das, Und Mann? die meisten, die alle, fast alle deutschen Formate sind ja aus dem englischen Raum geklaut. Aber auf jeden Fall Muslim trifft Ex-Muslim live. Boah, ich schwör's dir. Komm, Ja, bitte das sei ist dabei. natürlich, Du hast vorher du schon willst natürlich, zugesagt, Bruder. du willst Alle natürlich waren, Hass alle für haben Klicks. bezeugt. Merkst du, dass du deine Religion über Klicks setzt? Das ist der Wahnsinn. Ja, Bruder, die passt doch. Du kannst auch damit Islam Dass zerstören. du die Klicks über deine Religion setzt, meine ich genau. Ja. Du kannst dein Christentum beweisen und Islam widerlegen. Und ich biete dir sogar die Plattform. Ich biete dir 40.000 Follower Plattform. Anas, kannst du aber wenigstens diesen Hadith mal beantworten? Was ist das für ein Mensch? Nächste Woche beantworte ich dir genau diesen Hadith. Wie In der welcher Angst Stadt hat, nur wohnst du denn? einen Hadith zu erklären, ne? Wegen Klicks, guck dir das mal bitte an. Ja, aber wenn ich Angst hätte, Bruder, wenn ich Angst hätte, würde ich dir ja keinen Termin anbieten, Bruder. Das Mach ergibt ja doch, keinen Sinn. erklär doch wenigstens einen Hadith jetzt mal eben schnell. Nee, ich mach das, wenn wir uns treffen. Nee, nee. Nö, Mutti, nö. Aber in welcher Stadt wohnst du, Bro? Nur grob. Ich wohne in Buxerude bei Montana Black. Ach so, also Richtung Hamburg. Nö. Nö. Wir haben so viel Spaß, ich und Amir. Yay. Okay, hast du früher Stromberg geschaut? Nein, um Gottes Willen, was habe ich denn mit sowas Weißt zu du? tun? Ja, weiß ich nicht. Weiter, egal. Aber Okay, Bro, dann. es ist schon schlimm genug, ne, dass man dass sein Vorbild sowas getan hat, sei ehrlich. Also der Hadith definitiv hat, also als ich das zum ersten Mal erfahren habe, war das schon so, ich war geschockt, hä? Also ich kann das nachvollziehen, ich kann es wirklich zu 100% nachvollziehen, aber man muss halt ein paar Hintergrundwissen dazu haben, ein paar Sachen, und dann kann man nochmal für sich entscheiden, inwiefern man das Ganze beurteilt. Das heißt, man muss ein bisschen was dazu sagen, aber ich geb dir schon recht, Bro. Ich gebe dir schon recht. Aber ich sag's dir auch ehrlich, Bro, wenn ich jetzt zum Beispiel auch Sachen aus dem Alten Testament lese, was vor mehreren tausend Jahren gemacht wurde, ist man auch geschockt. Und das sind ja auch Sachen, die Gott beauftragt hat. Aber man muss halt ein bisschen auch den Kontext wissen. Und deswegen Ja. möchte ich das in einem gescheiten Gespräch haben. Und ich komme, wie Ja. gesagt, in deine Stadt. Wenn du sagst, Ja. du nimmst kein Geld, sehr korrekt von dir, aber wir können auch gerne, dass das Video wird auf deinem Kanal viral gehen. Also ich bin mir sicher, das wird vielleicht eins der meistgeklicktesten Videos. Weil es ist ja erst interessant, wenn man sagt, man hat beide Seiten. Weißt du, das ist das Interessante. Du hast die Kontra- und die Pro-Seite. Und deswegen, ich biete dir an, dass wir es auf beiden Kanälen hochladen. Oder Teil 1, Teil 2, wie du magst. Ich komme in deine Stadt. Und dann reden wir nur über dieses Thema Alter von Aisha. Anas, was ist das für ein Mann, der ein 53-jähriger Mann ist, der ein 6-jähriges Kind heiratet, Anas? Bro, Ist das der ich beste rede Mensch der 30 Welt? Minuten. Ich Ist rede das mir der meinen beste Mund Mensch, die trocken, dass Christen, du mir genau dieselbe Frage gerichtet hast. was meinst du, wie entsetzt die Menschen sind, die Kinder haben, Anas? Ja, Buddy. Okay, wir haben es langsam verstanden, aber wir haben auch langsam verstanden, dass wir uns treffen wollen.
Was ist Ja, dir ich lieber, möchte, ich Bruder? möchte aber Arbeitest von du dir Freitag? eine klipp und klare Antwort auf diesen Hadith hier haben. Guck mal, da brauchen wir Kriegst zu. du. Versprochen. Du Anas, kriegst Anas, deine Antwort. bitte. Anas, Aber bitte. passt dir Freitag, Brudi, Bruder? Brudi, Oder mach nicht Freitag nö. ist, Mach nicht arbeitest du nö. Freitag? Ich arbeite jeden Tag, mein Lieber. Das ist natürlich sehr, sehr schlimm. Du siehst ja, dass ich immer unterwegs bin. Achso, also arbeitest du auch Samstag, Sonntag? Samstag, Sonntag nicht, aber es kommt durchaus vor, dass ich immer unterwegs bin. Deswegen siehst du, dass ich nicht so oft live kommen kann bezüglich hier YouTube-Videos. Siehst du da, dass ich immer beschäftigt bin? Gehst du sonntags in die Kirche? Ich geh nicht mehr in die Gemeinde. Ich hatte eine Gemeinde, aber die haben die Gottheit des Herrn Jesus Christus geleugnet und da kann ich nicht Gemeinschaft mit denen haben. So wegen Trinität und sowas oder wie? Ne, die haben die Gottheit des Herrn Jesus geleugnet und da müssen wir dann raus als Christen. Weil wenn sich jemand Christ nennt und der glaubt nicht, dass Jesus Gott ist, ist er nicht mein Bruder. Aber gab es sonst keine Kirche in deiner Umgebung oder wie? Ich bleibe erstmal so für mich und treffe mich lieber mit meinem Bruder und so und breche Brot. Ne? Wo 2 oder 3 sich in meinem Namen versammeln, sagt der Jesus, bin ich mitten unter ihnen. Ja, lieber Aber lenk in mal jetzt nicht kleiner ab. Guck Gemeinde. mal, Anas, guck mal, die Okay, Christin und Bro. die, guck Freitag, mal, Anas, Samstag, Anas, Sonntag. Anas, die Muslime kamen hier rein. Schatzi! Anas, Hami, Anas, Schatzi! Anas, Komm bitte schon, warte bitte, ganz Bruder. kurz. Bitte lass einen Termin ausmachen, Bruder. Ich muss jetzt auch weiterarbeiten, Bruder. Ich habe echt dafür keine Zeit. Die Muslime haben mir einen Vorwurf gemacht und haben gesagt, das stimmt alles nicht, was du gezeigt hast, Amir. Du bist ein Lügner. Ah, war nicht 6 Jahre alt. Kannst du wenigstens das bestätigen? Ja, das bestätige ich dir gerne, aber dann muss etwas noch Aha, dazu danke schön. hinzugefügt werden, Danke beziehungsweise schön. es muss 6 Jahre. was erwähnt werden in diesem Zusammenhang und das machen wir nächste Woche. Jetzt komm Das bitte, Bruder, ich ist muss echt so auch gleich schlimm. arbeiten gehen. Sag mir, ich meine, Bruder, schau mal, wenn ich dir sagen würde, wenn ich Der nennt mich weglaufen würde, Bruder. okay, Der nennt mich dann geht der Bruder. Das Punkt ist an dich. unglaublich. Aber ich biete dir ja an, ich biete dir ja an, lass uns treffen. Das ist ja nicht jemand, der wegläuft. Wenn jemand sagt, lass uns treffen, sogar live, ist ja noch besser. Dann kann man nicht sagen, oh, meine Internetverbindung funktioniert plötzlich nicht mehr, sondern man ist Aber live. wie kannst du mich denn Fakten. Bruder, wie kannst du mich denn Bam. Bruder, wie kannst du mich denn Bruder nennen? Wie geht denn das? Ja, Bruder, also wir sind natürlich kein Bruder in der Religion, da wirst du zustimmen. Also kein Ach für Dien. Aber wir sind quasi Geschwister in der Abstammung von Adam. Adam hieß er dann. Ja, aber du öffnest gerade deine Brust im Unglauben und du schmeichelst mir und sowas. Ist das erlaubt im Islam? Schmeicheln im Sinne von, ja gut, Allah sagt im Koran, idfa billati hiya ahsanus sayyi'ah. Allah sagt im Koran, wehre die schlechten Taten mit guten Taten ab. Und dann sagt Allah, fa'idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Denn wenn du die schlechten Taten mit guten Taten abwehrst, kann es sein, dass dein schlimmster Feind zu deinem warmherzigen Freund wird. Ja, aber kannst Und du Allah sagt jemanden, ja auch im der Koran. kannst du jemanden, kannst du jemanden, der den Islam auseinandergenommen hat und tausende Muslime aus dem Islam rausgeholt hat, Bruder und so, der so nett zu ihm sein? Ja, Bruder, du musst dir vorstellen, es gab hier manche von den Gefährten, die haben ja jahrelang den Propheten noch bekämpft. Und die haben danach erst den Islam angenommen. Und ich denke, du wirst auch aus christlicher Sicht zustimmen. Im Christentum gibt es doch auch so etwas, dass man sagt, dass du quasi Gutes tust und so, dass du dann versuchst, das Herz zu erweichen. Weil wir sind ja zum Beispiel Allah im Koran. Man Warum hat sagt denn immer, Mohammed oh, nichts ach, die Gutes getan? Ungläubigen. Warum hat denn Mohammed nichts Aber Gutes getan, als er die Kuffar bekämpft hat? Allah, ja doch, das haben wir ja vom Propheten beigebracht bekommen. Dass sie die Das Kuffar haben wir ja vom bekämpfen soll, Propheten beigebracht richtig? bekommen. Aber es ist natürlich unterschiedlich. Es ist natürlich nicht, dass man im Islam sagt, jemand kommt mit der Waffe zu dir, will dich töten und du sagst, hey, hallo. Sondern es kommt natürlich auf die Anas, Anas, Verhältnismäßigkeit Mohammed an. wurde angewiesen, die gesamte Menschheit zu bekämpfen. Ist das der Glaube Gottes oder ist das der Glaube des Teufels? Diesen Hadith, uqatil nas hatta yashhadu an la ilaha illallah, den Hadith können wir besprechen Habe bei ich doch letztes Mal gezeigt, ich habe keinen Gelehrten zitiert. Du bist kein Gelehrter, sei ruhig. Teil 2, Krieg im Islam. Und ich zitiere nur Gelehrte. Ich zitiere Gelehrte Ich habe und doch ich zeige letztens dir mal auch, was ich habe doch Tangier tausend Gelehrten bedeutet. schon zitiert. Die sind hohe Aber Nummern Ami, hier. bitte lass jetzt einen Termin machen. Ami, ich muss jetzt echt weg. Wenn du jetzt echt eine Diskussion willst, dann hast du jetzt in diesem Moment die Chance. Ansonsten bist du derjenige, der wegläuft. Also ist Pierre Vogel derjenige, der wegläuft, richtig? Vor den ganzen Von Christen. mir aus, Bruder, komm, mich juckt Ja, nicht. also, Hauptsache, wir machen jetzt einen siehst du, wie Termin. behämmert das Ganze ist? Vielleicht möchte ich dir keine Plattform geben. Was meinst du denn damit? Ja, Bruder, das ist die perfekte Ausrede. Dann hätte ich jetzt auch Okay, nicht in siehst den du, Stream kommen können. Schau mal, bevor ich reingekommen bin. Erzähl keinen Quatsch. Schaut mal, Also Leute. flüchtet der Pierre Vogel, Bevor weil er ich den Leuten keine reingekommen bin, hatte der Aufmerksamkeit Stream geben kann. 1000 Zuschauer. Jetzt hatte der Stream 3500 Zuschauer. Das heißt, du bekommst mehr Zuschauer durch mich. 3500. Du hattest davor Du kriegst 1000 doch gerade mehr Zuschauer. Zuschauer Bitte durch mich. erzähl nichts, Mann. Was willst du mir denn für Zuschauer geben? Keinen einzigen.
2500 sind durch mich gekommen. Bei 2500. mir waren gerade locker ohne dich 2500. Was hat das denn Nein, damit es waren 1000 Leute drin. Ich habe zu tun? Screenshot. 1000 Nein, Leute waren drin, ich komme rein, 3500. Also alle waren komm, hier. Vor dir waren lass Termin machen. 2500 hier drin. Erzähl Lass keinen Quatsch. Termin Stopp. machen oder du bist der Angsthase, Amir. Das hat Oder nichts mit du Angst bist der damit zu tun. Angsthase. Du folgst jemandem, der ein sechsjähriges Kind geheiratet hat. Wie willst du denn das? Ich Wie schwöre, willst du Amir, denn ich das? schwöre, ich habe echt nicht von dir erwartet. Ich dachte wirklich, du bist ein Mann, Bruder. Ich dachte wirklich, du bist ein Mann draußen. Ah, also Weil ist wenn Pierre ich jetzt Vogel sage, kein lass Mann, Termin richtig? machen. Also ist Pierre Wie Vogel kein bitte? Mann, richtig? Also ist Pierre Hol Vogel dich von kein. mir aus. Wieso redest du über andere Menschen? Ich biete dir eine Debatte an. Wieso Ja, ich frage läufst dich du ja, weg? nach deiner Logik sind diese Du Leute alle verunsicherst so ja auch die Feiglinge, richtig? Christen. Du verunsicherst die Christen damit. Nee, gar kein bisschen. Die Christen sind Weil ich zeig gefestigt dir im auch, Vertrauen Jesus ich Christus zeig dir und nicht natürlich jemand, der auch, ein Amir, sechsjähriges ich Kind zeig dir geheiratet auch, hat. Wie was im kannst du es wagen, Christentum. sowas zu verteidigen? Bist du am Ende oder was? Brudi, ich werde nicht nur das verteidigen, sondern ich werde sogar zeigen, wie es im Christentum ist. Da Das kannst du ist das gespannt sein, mein Freund. Abgefahrenste, was ich jemals erlebt habe. Ey, Das das, ist wirklich ey, abgefahren, Leute, Brudi. das ist so krank. Das ist so krank. Bitte, komm, Okay, bitte. also. Bitte weg. Der will jemanden verteidigen, der ein sechsjähriges Kind angefasst hat, das mit Puppen gespielt hat.